Hallo ihr Lieben zusammen, ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück von einer wundervollen Reise und habe auch schon meine Augen-OP hinter mir. So, für diejenigen, die es nicht wissen, wieso jetzt schon? Die sollte ja eigentlich erst nächste Woche sein. Das war ganz witzig. Beim Boarding, also beim Abflug, bekam ich, bevor ich mein Handy ausgeschaltet habe, bekam ich einen Anruf von der Augenklinik, dass mein Termin vorverlegt wird. Also vom 23. auf den 16. Und dann, ja, da habe ich gesagt, naja, ich komme erst am 15. zurück aus Thailand. Und dann sagte sie, na gut, ist ja kein Problem. Dann können Sie sich ja am 16. auf den Tisch legen, auf dem OP-Tisch. Also, das war alles ganz schön hobbledy-hopp. Nach 30 Stunden Flug zurück, hin war es auch eine Katastrophe mit dieser Airline. Und einer abklingenden Bronchitis, allerdings so weit abgeklungen, dass jetzt keine... Also ich habe auch kein Corona gehabt, ich habe einen Test gemacht, alles in Ordnung. Aber man ist ja doch geschwächt, ne? Nach so einem Flug, auch wenn der Urlaub sehr schön war, nach diesem Flug, diese Klimaveränderung, über 30 Grad Unterschied, ne? Die Zeitverschiebung, dann liegst du gleich auf dem Tisch. Aber ich habe alles super überstanden, das ist jetzt das Auge dran gewesen. Augenklappe ist auch schon ab und also alles im grünen Bereich. Ja, bevor ich euch den Thailand-Film fertig mache. Das sind ja sehr viele Filmschnipsel, das muss ich ja zusammenstellen. Und das kann ich momentan noch nicht, weil die erste Woche ist Schonung angesagt. Wollte ich mich wenigstens mal so mündlich melden bei euch, leicht erblondet. Es muss unbedingt wieder ein bisschen Kupfer rein, obwohl ich die Haare immer hochgedödelt habe. Es war eine sehr spannende Reise, aufregende Reise und die Zeit war irgendwie im Flug. Ich habe sehr, sehr viele Eindrücke mitnehmen können, völlig andere Eindrücke als die, die man so aus Amerika oder von anderen Kontinenten kennt. Asien ist ganz anders. Asien ist alles anders und es hat mich doch sehr überrascht, angenehm. Man empfindet da so eine gewisse Ruhe, weil es ist alles, jetzt gut, wenn ich in Bangkok wäre, nicht, aber da, wo wir waren, in diesem Resort und dieses ländliche Drumherum und die Freundlichkeit der Menschen und diese Ruhe, so dieses Savadika, das geht so in ein Über. Man tickt dann auch so. Und das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Deutschland. Also kaum bist du hier, kriegt man wie so einen kleinen Watschen bezüglich der Freundlichkeit und das Miteinander. Naja, aber das ist halt so. Ja, okay, ich kann ja mal was zu dem Flug sagen. Wir hatten Singapore Airlines gebucht und dachten, es ist Singapore Airlines, also, aber es war eine Tochtergesellschaft und zwar so eine sehr günstige Tochter, die günstigste wahrscheinlich ever. Also das Flugzeug bestand nur aus Sitzen. Sitze, ne? Also demnächst sind wahrscheinlich Schlaufen angebracht, wie in der Straßenbahn, wenn man steht. Es gab nichts zu essen, nichts zu trinken, kein Entertainment, keine Decke, kein Kissen, kein nichts. Zum Glück hatten wir das vorher noch abgecheckt und hatten uns zu essen mitgenommen. Auf dem Rückflug war es schwieriger. Man konnte, weil wir Zwischenstopp in Singapur hatten, konnten wir nichts, uns keine Getränke mehr kaufen. Und im Flugzeug gab es zwar Getränke zu kaufen, ja genau, 300 Milliliter so für 6 Singapur-Dollar, das ist allerhand, ne, für so ein bisschen Wasser. Also es war anstrengend. Das Flugzeug war rammelvoll mit Familien und kleinen Kindern. Und das fand ich, also für die Kinder fand ich es anstrengend. Für uns natürlich auch das Geschrei, aber die Babys, es waren ja Babys, wirklich Babys. Die schrien natürlich wie am Spieß durch diesen Druck, ne, den die haben in den Ohren. Die wissen ja nicht, was passiert da eigentlich. Und alle Menschen sind irgendwie natürlich schon genervt. Du hast diesen irrenlangen Flug vor dir, dann das Geschrei, dann die Enge der Sitze, so viele Menschen, kriegst nicht nass und nicht trocken, alles hustete und es waren viele Menschen krank, auch auf dem Rückflug. Also wenn ich jetzt nicht schon krank gewesen wäre eine Woche dort, spätestens da wäre ich krank geworden. Aber irgendwie hat mein Immunsystem das doch ganz gut weggesteckt, wo ich die letzte Woche echt viel rumgehustet habe. Aber
Es hat mich jetzt nicht bettlägerig gemacht und ich hatte auch kein Fieber. So, nicht über Krankheiten reden, das ist das Schlimmste. Was machen alte Menschen? Reden über Krankheiten und das Wetter, ne? Obwohl das Wetter war mega. Ja, also diese Airline. Also was ich auf jeden Fall nicht mehr machen werde, dass ich über so einen Reiseveranstalter buche. Es ist günstiger, wenn man sich einen Flug bucht mit einer gescheiten Airline und wenn man gleich... Also im Hotel, also auf dieser Hotelseite bucht. Das ist auf jeden Fall, dort wäre es viel, viel günstiger gewesen. Wussten wir aber nicht, da es ja spontan war. Last Minute, Spontantrip. Und für Frauen ungefährlich in Thailand. Man kann auch als Frau alleine reisen. Ich fühlte mich da sicher. Ich konnte mir das nicht vorstellen, aber es ist so. Es ist wirklich alles sehr gemächlich und man kann sich das so gar nicht vorstellen, ob man da mit einem Moped unterwegs ist oder mit so einem Tuk-Tuk, auch wenn das dunkel ist, ist ja dann um 7:30 schon dunkel. Es ist alles im grünen Bereich, man fühlt sich nicht irgendwie, oh Gott, was ist da jetzt, ne? Das war doch sehr, 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 sehr erstaunlich für mich, so eine Erfahrung zu machen. Ja, mit der Freundin zu reisen ist in Ordnung, das ist schön, wenn man, ne, man erlebt das zusammen. Wenn man allein unterwegs ist, kannst du ja die Erlebnisse nicht teilen, das ist auch blöd. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn man 2 Wochen lang sich gar nicht aus dem Weg gehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man alles miteinander teilt, also auch ein Zimmer und ein Bad, also eine Toilette und man überhaupt gar keine Rückzugsmöglichkeit hat. Das hatte ich ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, es ist dann doch erholsamer, wenn jeder so seinen Bereich hat. Es gibt ja dann auch so Suiten oder Family-Zimmer, wo jeder seinen Bereich hat. Ich glaube, das ist günstiger. Also für mich, für die Zukunft, wäre das auf jeden Fall dann eher eine Option, als jetzt in einem Zimmer zu zweit, was ich mir als Ehepaar auch schon schwierig vorstellen kann, wenn ich so zurückdenke. Und ihr wisst ja, die meisten Scheidungen gibt es nach Urlauben und Weihnachten, ne? Ja. Ansonsten war alles ganz, ganz prima. Sehr, sehr schön. Thailand. Was für eine Odyssee. Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin auch gar nicht angeschlossen, was jetzt hier so passiert ist in Deutschland. Das kriegt man ja da nicht mit, wenn man sich jetzt nicht weiter damit beschäftigt. Ich hätte auch deutsche Nachrichten schauen können. Habe ich nicht gemacht und ich habe es nicht vermisst. Wisst ihr, ich habe es nicht vermisst, irgendwelche Botschaften zu hören. Es geht doch so. Man lebt da irgendwie entspannter. Ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung, wenn man alles ausblendet, aber mal so eine gewisse Zeit etwas auszublenden, hat auch was. Ja, wie gesagt, ich wollte mich einfach mal gemeldet haben, weil auf Instagram habe ich das ja gemacht mit so kleinen... ich habe mich ja gemeldet. Seht ihr, mein Hirn ist noch nicht ganz da. Ich habe mich ja mit einigen Shorts gemeldet, ne? Ja, ihr seid ja angeschlossen. Ich habe das ja mit Instagram und Shorts gemacht. Gut, entschuldigt bitte. Ich muss mich ja erstmal wirklich eingewöhnen. Von dieser absoluten Leichtigkeit in diesen normalen, straighten Rhythmus. Ne? Also ihr Lieben, habt noch einen wunderschönen Sonntag. Das war das Wort zum Sonntag von mir. Liebe, liebe Grüße an euch und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao.